ich habe 30 Tage Minecraft Runblock gespielt und fasse euch in diesem Video zusammen, was ich alles erlebt habe. Das hier ist der insgesamt dritte Teil der Reihe, schaut euch also unbedingt davor die ersten beiden Folgen an. An diesem Video habe ich über 10 Stunden gearbeitet, ich würde mich also sehr über ein Like und ein Abo freuen. Jeden Sonntag um 12 Uhr kommt eine neue Folge des Projekts. Jetzt geht's aber los, viel Spaß mit dem Video. Ihr habt mehrmals in die Kommentare geschrieben, dass ich meine braune Baby-Pilzkuh Brownie nennen soll. Und das passt wirklich extrem gut, ich meine, die Kuh könnte einfach 1:1 so im Supermarkt verkauft werden. Da ich allerdings noch keinen Nametag habe, den Namen aber trotzdem nicht vergessen will, habe ich ihn mit einem Schild an den Käfig geschrieben. Dann bin ich erstmal Bäume farmen gegangen, denn ich habe etwas sehr Großes vor, aber lasst euch da überraschen. Apropos überraschen, ich habe aus Versehen meinen Papagei geschlagen, was wirklich nicht geplant war. Aber ich kann euch beruhigen, er hat locker überlebt. Außerdem habe ich ja sowieso noch zwei andere. So sieht meine Insel übrigens ohne Bäume aus. Irgendwie leer, also habe ich natürlich direkt welche nachgepflanzt. Nach langen Stunden im Wald habe ich jetzt genug Holz für meine Monsterfarm. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist das geheime Projekt. Ihr habt bestimmt was Cooleres erwartet. Aber früher oder später brauche ich sowieso eine. Vor allem für XP, aber auch für Knochen, Pfeile und Gunpowder. Ich habe mich also erstmal am Rand der Baumplantage langgebaut. So eine Farm ist zwar extrem praktisch, aber in den meisten Fällen auch ziemlich ugly. Was soll ich sagen, es wird einfach ein riesiger Klotz im Himmel. Und den will ich nicht unbedingt direkt sehen, wenn ich aus dem Bett aufwache. Zuerst habe ich also eine kleine Fläche mit einer Werkbank und einer Kiste gebaut. Dort habe ich dann meinen ganzen wichtigen Stuff gelagert, da ich mich als dumm genug einschätze, dass ich bei dem Bau runterfallen könnte. Und wie sich herausstellen wird, war das auch eine berechtigte Angst, aber dazu kommen wir noch. Nachdem ich noch ein paar Bäume gefällt und sogar ein Wassereimer als Auffangbecken neben die Plattform gesetzt habe, ging es auch schon mit der Farm weiter. Zuerst habe ich einen ca. 24 Blöcke hohen Schacht nach oben gebaut, wo die Monster am Ende runterfallen werden. Warum 24 Blöcke, fragt ihr euch? Durch den Fallschaden kommen sie auf ein halbes Herz runter und ich muss sie dann unten wie die Möbel bei meiner Oma einfach nur noch abstauben. Ich wollte eigentlich einen besseren Vergleich einbauen, aber mir ist spontan nichts Besseres eingefallen. Oben auf dem Schacht angekommen, habe ich dann in alle vier Richtungen diese Arme und zwei Blöcke hohe Wände gebaut. Diese werden am Ende unsere Kanäle. Das Wasser, was später reinkommt, spült die Monster dann in das Loch in der Mitte. Während ich die Spawn-Plattform gebaut habe, bin ich allerdings runtergefallen. Zum Glück habe ich vorher den Wassereimer platziert, somit konnte ich mich nochmal in letzter Sekunde retten. Mit meinem Wassereimer und einer Menge Selbstvertrauen nach diesem kranken Safe bin ich dann wieder hochgeschwommen und habe endlich die Fläche beendet. Damit Monster auch tagsüber spawnen können, muss es da oben natürlich dunkel sein. Als ich deswegen eine Wand um die Plattform gebaut habe, ist mir das Holz ausgegangen. Und da ich ja gerade sowieso schon fast gestorben bin, hatte ich eine super Idee, wie ich am schnellsten runter zu meinen Bäumen komme. Ich habe ein MLG gemacht und tatsächlich überlebt. Wieder auf meiner Hauptinsel habe ich dann bemerkt, dass meine Ocelots despawned sind, die waren immer in diesem Gehege. Naja, eigentlich kein großer Verlust, sie haben ja ständig meine Hühner angegriffen. Was allerdings blöd war, war, dass meine Schildkröten immer noch keine Eier gelegt haben. Ich weiß, dass sie da etwas wählerisch sind, also habe ich einfach mal den Zaun aufgemacht und sie alleine gelassen. Meine Monsterfarm funktioniert sogar jetzt schon, was allerdings nicht so gut ist, wenn ich gerade noch beim Aufbau bin. Also habe ich alle Mobs erstmal getötet und das Ganze ausgeleuchtet. Gerade als es angefangen hat zu regnen, hatte ich endlich mein Dach fertig. Jetzt fehlt nur noch Wasser und Trapdoors. Wasser brauche ich wie gesagt, damit die Monster in das Loch gespült werden und Trapdoors, damit sie in die Kanäle fallen. Die dummen Monster denken nämlich, das ist ein ganzer Block. So sieht das Ganze jetzt von innen aus, ich habe nur aus Versehen die Decke einen Block zu hoch gemacht. Aber egal, jetzt musste ich nur noch die Fackeln wegmachen und wieder runter zum Eingang springen. Ich bin wirklich sehr zufrieden, die Monsterfarm funktioniert direkt perfekt. Und dadurch, dass die Decke zu hoch ist, spawnen sogar auch Enderman. Und halt leider auch viele Creeper, einer ist explodiert und ich bin runtergefallen. Ich habe mich aus Reflex direkt ausgelockt, jeder Bed Wars Spieler wird das kennen, aber konnte meinen Tod nicht mehr verhindern. Warum sterbe ich eigentlich immer mit Full Iron? Jetzt muss ich alles neu farmen und das in einer Welt, wo man sowieso nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung hat. Immerhin ist das hier nicht Hardcore, ich darf also sterben. Ein weiteres Problem war jetzt aber die kaputte Monsterfarm, die ununterbrochen Mobs auf meine Insel wirft. Aber ich wäre kein echter Minecraft Pro, wenn ich dann nicht einen todsicheren Plan hätte. Ich habe mich rübergebaut und erstmal den Schacht blockiert, so fallen die Monster nicht mehr bis ganz nach unten durch. Dann habe ich alle übrig gebliebenen getötet und da sie durch den Fallschaden sowieso nur ein Herz hatten, ging das recht einfach. So konnte ich dann in Ruhe die ganzen Fehler reparieren. Nur ein Problem gab es noch, oben auf dem Dach der Farm spawnen auch Monster. Am nächsten Tag habe ich mich dann also auf die Farm gebaut und erstmal alle Monster mit dem Bogen getötet. Zumindest dachte ich das, aber dazu kommen wir gleich. Ich habe erstmal das komplette Dach mit Slabs und Fackeln zugebaut, so kann hier oben nichts mehr spawnen. Man hat echt einen krassen Ausblick von hier oben. Dann wollte ich mich wieder runterbauen, allerdings habe ich vorher wohl einen Creeper übersehen. Er hat mich weggesprengt und ich bin wieder mal im Void gestorben. Die Farm zu bauen ist gefährlicher als ich dachte, aber dafür auch extrem effektiv. Schon nach 3 Schlägen mit meinem Schwert hatte ich hunderte Items und bin bis auf Level 15 aufgestiegen. Nur Essen bekomme ich dadurch nicht, also habe ich mein Feld geerntet.
Das läuft echt immer besser. Ich will langsam von der eintönigen Ernährung durch Pilzsuppen weg. Das Knochenmehl aus meiner Farm hilft mir dabei extrem weiter. Die Schildkröten chillen jetzt übrigens mit den Hunden. Ich dachte eigentlich, sie gehen zum Feld, aber irgendwie haben die keinen Bock, ein Ei zu legen. Aber wer kann es ihnen verübeln? Ich kann auch nicht, wenn jemand guckt. Irgendwas stimmt mit den Endermen auf meiner Insel nicht. Ich greife sie an, aber sie wehren sich nicht. Sie gucken nur traurig in die Ferne. Ist irgendjemand hier Psychologe und kann das für mich analysieren? Ich mache mir wirklich Sorgen. Naja, mir kann es egal sein. Wenn das so weitergeht, habe ich bald genug Enderperlen für ein Endportal. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie das bei OneBlock funktioniert. Den Stronghold kann ich ja mit Sicherheit nicht finden, wenn hier nichts ist außer Luft. An Tag 25 habe ich das erste Mal seit langem wieder angefangen, Blöcke abzubauen. Ich brauche unbedingt mehr Eisen für meine Rüstung, ich fühle mich irgendwie nackt. Außerdem ist es ohne Rüstung natürlich schwerer gegen Monster, wie zum Beispiel diese Wächse. In einer Kiste habe ich dann Lianenzuckerrohr gefunden und mich natürlich direkt in den Wasserstrahl unter meinem Feld gestürzt. Von dort aus konnte ich einen kleinen Graben graben. Sagt man das so? Naja. Und dort habe ich dann mein Zuckerrohr angepflanzt. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich mit den Lianen anstellen soll. Ich sehe doch nicht aus wie Tarzan, oder? Auf meinem neuen Feld brauche ich natürlich auch Licht, also habe ich direkt mal neue Laternen aufgestellt. Übrigens, ihr habt auch kommentiert, dass ich statt Fackeln diese Laternen craften soll. Allerdings habe ich aktuell nicht mal genug Eisen für mich selber, das wird also erstmal nix. Dann kam auf einmal der Moment, vor dem ich die ganze Zeit Angst hatte. Ein Golderz ist gespawnt. Das ist ja erstmal nicht schlecht, aber seit meinem Tod habe ich kein Eisen für eine Spitzhacke mehr und mit Stein kann man Golderz nicht abbauen. Ich dachte, ich bin extrem clever, indem ich mir einfach eine Goldspitzhacke gemacht habe. Naja, damit funktioniert es auch nicht übrigens. Das hier tut jetzt wirklich extrem weh, aber ich musste ein bisschen Redstone und Gold wasten, sonst wäre ich einfach nicht vorangekommen. Doch als dann auf einmal diese Dias gespawnt sind, hatte ich eine Idee. Wenn ich jetzt Diamanten mit Gold oder Stein abbaue, hassen mich alle und das Video bekommt 1000 Dislikes. Außerdem hatte ich bereits ein Eisen, mir fehlten also nur noch 2 Ingots für eine Spitzhacke. Der einzige Weg an Eisen zu kommen, war also Zombies zu töten. Diese können mit einer Wahrscheinlichkeit von 2,5% nämlich einen Barren droppen. Also habe ich mich direkt an meine Mobfarm gestellt und so viele Zombies wie möglich getötet. Das wird noch viel Zeit und eine Menge Steinschwerter kosten, also ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mich bei euch zu bedanken. Wir haben innerhalb von nicht mal 3 Wochen 10.000 Abonnenten geknackt. Das ist wirklich extrem krass. Falls du da vor deinem PC oder Handy meinen Kanal also noch nicht abonniert hast, lass gerne mal ein Abo da. Jeden Sonntag gibt es die nächsten 10 Tage von diesem Projekt. Ich habe euch jetzt wirklich lange vollgelabert, aber es ist immer noch kein Eisen gedroppt. Und das ist wirklich unglücklich, denn es kam sogar schon ein Hühnchen mit einem Baby-Zombie auf dem Rücken vorbei. Und das Ganze ist 10-mal unwahrscheinlicher. Ich habe wirklich mehr Glück als BastiGHG, außer was das Droppen von Eisen angeht. Laut der Statistik habe ich schon über 300 Zombies getötet und es ist immer noch kein Eisen gedroppt. Das ist auch schon fast eine seltene Sache. In der Farm liegen jetzt schon mehr Kartoffeln als an einem Strand an der Ostsee und die haben dieselbe Wahrscheinlichkeit zu droppen wie Eisen. Nach einem Tag nur warten und schlagen wurde mir das Ganze etwas zu langweilig. Ich habe also in der Wartezeit etwas Holz gefarmt. Ich will nämlich eine schöne Brücke zu meiner Monsterfarm bauen. Wenn ich noch einmal sehe, dass ein Zombie eine Kartoffel droppt, beende ich das Projekt. Das ist langsam wirklich nicht mehr lustig. Zum Frustabbau habe ich dann erstmal ein paar Pfeiler gebaut, um die Eingänge meiner Brücke zu symbolisieren. Wie so oft habe ich mich dann mit meinem Wassereimer unter die Brücke gelassen. Mit meinen Mathe-Leistungskurs-Skills habe ich dann die perfekte Mitte ausgemessen. Ich will nämlich eine kleine Art Hängebrücke bauen. In der Zwischenzeit bin ich übrigens immer wieder zurück zu meiner Farm, um Monster zu töten. Dabei hat dann allerdings wieder mal ein Creeper alles weggesprengt und die ganze Monsterfarm konnte einfach rauslaufen. Mutig wie ich bin ich natürlich direkt weggerannt und habe aus sicherer Entfernung alle abgeschossen. Danach musste ich nur noch den Schacht verschließen und die Kill-Area reparieren. Langsam wird das alles fast schon zur Routine. Aber ich wäre ja nicht Gustav, wenn ich nicht auch bei den einfachsten Aufgaben verkacken würde. Ich bin durch das einzige kleine Loch im Boden gefallen und konnte mich nur noch ganz knapp in meinem Wasserstrahl retten. Als extra Explosionsschutz habe ich dann unten statt Holz Cobblestone platziert. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber laut dem Märchen der drei kleinen Schweinchen eigentlich schon. Ihr könnt ja auch gerne mal Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben, wie ich solche Explosionen verhindern kann. Jetzt, wo meine Farm wieder funktioniert, ist es wieder an der Zeit, guten Loot zu bekommen. Ich meine damit viele Kartoffeln und Karotten, aber natürlich kein Eisen. Das einzige Gute an der Wartezeit ist, dass ich in Ruhe an meiner Brücke weiterbauen kann. Und währenddessen habe ich mich natürlich immer wieder an meine Monsterfarm gestellt, bis es mit Level 55 endlich soweit war. Es ist tatsächlich ein Eisen gedroppt. Das habe ich natürlich direkt sicher in einer Kiste verstaut. Man munkelt ja, ich würde oft random runterfallen. So sieht übrigens die fertige Brücke aus. Für die Mittel, die ich zur Verfügung hatte, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden, oder was meint ihr? Einfach nur auf das letzte Eisen zu warten, wäre für euch, so wie für mich, wahrscheinlich sehr langweilig. Also kam ich auf die Idee, eine kleine schwebende Insel für zum Beispiel einen Verzauberungstisch zu bauen. Dafür habe ich erstmal Stein gebraten und Holz besorgt und mich schließlich ein bisschen weg von der Monsterfarm gebaut. Dort habe ich mit Stein, Cobblestone und Mossy Cobblestone das Fundament der Insel gebaut. Auch diesmal habe ich natürlich immer wieder Monster getötet, bis damit fast 60 Leveln endlich das passiert ist, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Nach 589 getöteten Zombies bekam ich endlich das zweite Eisen gedroppt. Ich habe so lange auf den Moment gewartet, also bin ich direkt los, habe mir eine Eisenspitzhacke gecraftet und das Dia-Erz abgebaut. Nach so vielen Tagen ist es jetzt endlich weg, ein traumhaftes Gefühl. Ich habe jetzt 3 Diamanten, das sind genug für
eine Spitzhacke. Aber ich warte lieber noch, man weiß nie, wofür man die Dias mal gebrauchen kann. Ich lasse nicht gerne Sachen unbeendet liegen, also habe ich die kleine Insel zu Ende gebaut und noch ein paar Details reingebracht. Und so sieht sie am Ende aus. Mit Gras statt Erde ist das Ganze bestimmt etwas schöner, aber dafür brauche ich erstmal Behutsamkeit. Dann hieß es nach langer Zeit endlich mal wieder Blöcke abbauen. In einer Kiste war eine Kakaobohne, die ich direkt mal neben das Gehege von Brownie angebaut habe. Versteht ihr, weil Brownies sind aus Kakao und ja, ich denke, das hat jeder verstanden. Der letzte Tag der Folge hätte nicht schlechter starten können. Was wäre eine Folge ohne eine Monsterparty? Diese bestand aus zwei Hexen, ein paar Spinnen und vielen Wächsen. Oha, krasser Reim. Vor denen wollte ich mich eigentlich im Haus verstecken, aber sie sind einfach durch meine Wände geflogen. Für mich als PvP-Experte war das natürlich trotzdem kein Problem. Ich habe sie also wie die Spinnen easy weggeklatscht. Die Hexen sind zum Glück direkt in das Loch am Spawn gefallen, die konnte ich also auch easy mit dem Bogen absnipen. Anders war es mit ihren Kollegen, die etwas später gespawnt sind. Sie haben mich und meine Tiere mit ihren komischen, vergammelten Pfandflaschen abgeworfen. Zum Glück haben alle überlebt. Damit ich nächstes Mal nicht wieder alles verliere, wenn ich sterbe, habe ich eine Kiste mit den wichtigsten Dingen an einen sicheren Ort gestellt. Direkt danach ist wieder so eine Musiktruhe gespawnt. Diesmal fand ich dort dreimal Montes Biografie und einmal das neue Farid Bang Album. Natürlich musste das alles auch direkt in die wichtige Sachenkiste. Nachdem später noch zwei weitere Diamanten gespawnt sind, kam ich zu dem Entschluss, mir doch eine Diamantspitzhacke zu craften. Das kann nie schaden und ich brauche noch gutes Equip für das Thumbnail. In der Nacht habe ich dann geschlafen und so geht auch Tag 30 zu Ende. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wieder sehr über ein Like, Abo und einen Kommentar freuen. So helft ihr mir, dass ich auch in Zukunft solche Videos für euch produzieren kann. Danke an jeden, der mich unterstützt, das bedeutet mir wirklich extrem viel. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend.